Willkommen zu einem Video, wo ich einen Abschlusstest Ihnen vorführen möchte. Es geht diesmal um das Thema Differentialgleichungen. Vielleicht haben Sie diese Videoreihe verfolgt, diese Playlist der Differentialgleichungen. Die entstand im Rahmen einer Vorlesung von 30 Lektionen. Ich habe praktisch die Vorlesungsinhalte auf der Playlist ja Ihnen präsentiert. In ungefähr, ich weiß nicht, 10, 15 Videos. Und wenn Sie die durchgearbeitet haben und sich mal testen möchten, ob Sie da jetzt eine gute Note bekommen würden, dann können Sie jetzt hier diese Prüfung mal versuchen. Ich werde die Prüfung jetzt Ihnen zeigen und nachher dann auch in einigen Tagen die Lösungen als Video präsentieren, sodass Sie das vergleichen können mit Ihrer eigenen Variante, falls Sie das machen möchten. Sie sehen hier die Prüfung. Im ersten Teil wurde einfach eine Serie von Richtungsfeldern verlangt. Wir haben einmal die Funktion y' gleich x und dann y' gleich 0,1 mal x² und so weiter. Also Differentialgleichungen erster Ordnung. Und da eignet sich ja eigentlich dann die grafische Methode der Richtungsfelder, wo Sie nachher die Steigungen, die ja hier mit dem y' bezeichnet werden, eintragen können und dann mit den Richtungsfeldern auch die Anfangsbedingungen dann nutzen können, um seine Kurve etwa zu erraten, die da durchpasst. Das haben wir im Unterricht ja gemacht, das war eigentlich eine Repetition von dem. Dann der Hauptteil der Prüfung, ich muss gleich sagen, die Prüfung dauerte 90 Minuten. Der Hauptteil haben Sie hier auf der zweiten Seite. Im ersten Beispiel geht es um die Physik, Reibkraft und danach haben Sie einen bewegten Körper. Und Sie sollen die Differentialgleichung mal aufstellen. Sie sollen sie beschreiben, in welche Klasse von Differentialgleichungen die gehört. Und dann noch den Lösungsweg beschreiben. Die Lösung selbst war nicht verlangt. Ich habe ja auch keine Anfangsbedingungen angegeben. Aber der Weg dazu. Bei der dritten Aufgabe, da haben Sie eine Differentialgleichung dritter Ordnung. Und die kann man ja umschreiben in Differentialgleichungen erster Ordnung, wenn sie linear sind. Und das haben wir gelernt, wie das geht. Deshalb hier eine Anwendung davon. Bei der vierten ein konkretes Beispiel, eine inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung. Anfangsbedingungen gegeben, da sollen Sie jetzt mal mit einer Methode Ihrer Wahl diese Differentialgleichung lösen. Fünfte Aufgabe, Differentialgleichung einer gedämpften Schwingung aufschreiben. Das ist ähnlich wie die zweite Aufgabe, ein Physikbeispiel. Auch hier die Lösungsvariante dazu beschreiben. Sechste Aufgabe, wir haben zwei Differentialgleichungen, die gekoppelt sind. Und wie kann man so eine Serie von Differentialgleichungen lösen? Dann die siebte Aufgabe, Sie haben eine Differentialgleichung 2 mal y' minus 3 mal y3' gleich y2'. Wie lautet dazu das charakteristische Polynom? Dann drei Beispiele, wo Sie die Separation der Variablen überprüfen können, ob Sie die verstehen. Und schließlich ein Beispiel einer numerischen Lösung. Wir haben das Euler-Verfahren und das Runge-Kutta-Verfahren angeschaut. Jetzt hier in diesem Beispiel kann man auch ohne Taschenrechner das Euler-Verfahren anwenden. Und einen weiteren Punkt dann einfach mal exemplarisch berechnen. Wie gesagt, die Prüfung dauerte 90 Minuten und es waren also keine Taschenrechner erlaubt. Man durfte für die Prüfung einen eigenen Spickzettel aufschreiben. Ich glaube, 2 A4 Seiten war dabei erlaubt.